Ja, Freunde, willkommen zum zweiten Teil der Videoreihe über die Straßenfahrzeuge in TT. Heute zeige ich euch mal noch ein paar Autos, die einige von euch kennen, manche vielleicht auch nicht. Es werden viele dabei sein, die ihr selbst auch habt, aber sicherlich auch einige, die nicht jeder hat. Ja, dann schauen wir mal. Fangen wir hier mal an mit dem schönen S4000 oder H3A von Epoche Modellbau. Das Modell ist nicht mehr im Serienzustand. Scheibenwischer, Blinker, Peilstangen und ein bisschen Alterung. Das ist alles von mir. Die Plane habe ich lackiert. Der Anhänger ist ein HW80 von SES. Auch ein schönes Modell. Passt wunderbar zu dem S4000 von der Farbe her. Hier das Gespann nochmal von der anderen Seite. Und im ähnlichen Stil habe ich auch den Minol Tanker gemacht. Wobei hier auch wieder Peilstangen, Scheibenwischer, Blinker und ein paar farbliche Akzente von mir gemacht wurden. Das Modell ist original recht nackig. Sieht sehr nach Kunststoff aus. Da kann man mit ein bisschen Farbe viel rausholen. Und auch aus dem alten SES W50 lässt sich mit ein bisschen Mühe was rausholen. Da kann man zum Beispiel auch farbliche Akzente setzen oder wie ich das hier gemacht habe. Ich habe die Scheinwerferöffnung aufgebohrt und mit einem transparenten Kleber verglast. Das macht schon viel aus. Oder hier als Kofferhängerzug mit Dachspoiler. Und natürlich kann man auch mit Ladung und verschiedenen Anhängern Akzente setzen, wie hier. Eine Kreissäge, eine Handsäge und ein Haken und hinten ein Holztransportanhänger dran. Der ist übrigens von Busch. Ich glaube, der war eigentlich für H0 ein Multicar-Anhänger. Ja, passt von der Größe zum W50. Gerade nochmal geschaut, der Anhänger ist nicht von Busch, der ist von Harold Mehlhose. So, da haben wir hier zwei Sil-LKW. Mit Tankaufbauten von RK-Modell, russische Kleinserie. Gibt es zum Beispiel bei Günsel in Leipzig, der vertreibt die in Massen. So, hier haben wir mal ein paar PKWs. Die jetzt hier im Vordergrund sind allesamt von Herrn Gabor aus Niederwürschnitz im Erzgebirge, der auch die schicken LKWs macht. Also ein Trabant-Kombi. Dann haben wir so ein. Das ist, glaube ich, ein Moskvich oder Wolga. Wolga M21 Krankenwagen, würde ich sagen. Dahinter der rote Mini Cooper. Gegenüber nochmal in grün. Das typische Mr. Bean Auto. Davor und dahinter Golf 2. Viertürer jeweils. Dann dahinter so ein Renault oder Dacia. Wir kennen den im Osten als Dacia. Ist ein Lizenzbau von Renault. Genau, und dahinter nochmal ein Trabant-Kombi, auch von Herrn Gabor. Das sind schöne Modelle, die Abwechslung auf der Anlage bringen, aber halt sehr schwer zu bekommen. Also da muss man sich schon ein bisschen drehen, um die zu kriegen. Da haben wir hier auch von Herrn Gabor eine absolute Neuheit. Wartburg 353 Tourist. Die Modelle hier sind noch nicht serienreif. Da fehlt noch jede Menge Farbe und Dekor. Die habe ich erstmal so bekommen zum Selbstkomplettieren. Also die Proportionen sehen wirklich gut aus. Das ist ein schönes Auto geworden. Und mit der richtigen Farbe an den richtigen Stellen wunderbar. Ich habe euch nochmal das Jano-Modell aus Metall in Gelb dahinter gestellt. Kann man mal vergleichen. Okay, das Jano-Modell, das hat ein paar Jahre auf dem Buckel und Metall ist mit Kunststoff nur auch so gar nicht zu vergleichen. Vom Guss her. Ich glaube, das ist Schleuderguss, was Jano dort macht. Ziemlich schwierig zu bearbeiten. Also die Konturen sind bei dem Modell von Gabor schon viel besser, aber es liegen halt auch Jahre dazwischen. Und auch das Fertigungsverfahren ist eben komplett anders.
Gab es da von Epoche noch die Limousine? Aus Kunststoff, dekoriert und undekoriert. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Der war früher mal in fast jeder Startpackung von Tillig drin. Wird, glaube ich, auch von Tillig vertrieben im Moment. Ja, gehört auch dazu. Ja, und dann hier, weil es halt auch ein Wartburg ist. Das ist von Kehi aus Eisenach. Den Hersteller gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ich weiß nicht, ob der überhaupt noch was macht. 311 oder 312 Tourist. Ich weiß nicht, wie die hießen damals. Von der Qualität her natürlich absolut nicht mehr zeitgemäß. Es ist Metall. Sieht halt, ja, es sieht aus wie ein Klumpen Metall mit Farbe bemalt. Gehört halt in die Sammlung. Ist auch ein Wartburg. Aber nicht mehr unbedingt anlagentauglich. Hier nochmal von hinten. Wird es auch nicht wirklich besser. Dann haben wir noch zwei Pkw von Gabor. Das sind solche Schiguli hießen die bei uns. Also Lada. Aber ich glaube, es könnten auch Fiat sein. Also Fiat, das war auch so ein Lizenzbau irgendwie. Berichtigt mich ruhig, wenn ich irgendwas Falsches erzähle. So ganz tief stecke ich da nicht in der Materie drinne. Also wir haben früher im Osten immer Schiguli dazu gesagt. Es war halt ein Lada, ja. Baureihe, keine Ahnung. Kenne mich bei Lada nicht wirklich aus. Aber schön gemachte Modelle, also super. Ich versuche mal den Fokus hier noch ein bisschen. Genau, wird ein bisschen schärfer. Von hinten also auch ganz hübsch. Der typische Schiguli-Hintern. Genau. So, dann Trabant in TT. Eine mindestens genauso unendliche Geschichte wie im Original. Davon gibt es Massen. Das ist hier das Modell von Bima. Bis auf die Limousine, der ist von TT Classic. Aber die Kombi-Varianten sind alle von Bima TT. Bima heißt nichts anderes wie Bernhard Irmer. Das war ein Hersteller, der ist leider schon verstorben, war ein TT-Enthusiast. Hätte sicherlich, wenn er noch Zeit gehabt hätte, viel mehr in TT gemacht oder für TT. Hatte auch irgendwie eine Drehscheibe damals. Das war eben kurz nach der Wende, als es mit TT weiterging oder als keiner so richtig wusste, ob und wie es weitergeht. War einer der Menschen, die etwas für TT getan haben. Ja, und unter anderem diesen schönen Trabant. Dann hatte ich es angesprochen, TT Classic. Die haben die Limousine gemacht vom Trabant. Das, wer jetzt wirklich der Hersteller ist, keine Ahnung. Ich vermute, es kommt irgendwo aus Fernost. Wird vertrieben, zum Beispiel von Michaels Bahnhof in Berlin in Größenordnungen. Die gibt es meistens so in der Ramschkiste oder was weiß ich, im 5er oder 10er Pack für ein paar Euro. Da muss man noch ein bisschen Farbe dran machen und ja, ein paar Details, wenn man möchte. Ist halt der perfekte Ausgangsbasis, wenn man viele Autos braucht, um irgendwo ein Stadtbild voll zu kriegen. Weil sie halt nicht so teuer sind. Ich glaube, wenn man mehrere nimmt, unter 1 Euro ein Stück. Zumindest war es früher mal so. Ich habe lange keinen gekauft. Dieser lustig aussehende Kollege hier ist ein Tscheche. Das ist ein Praga V3S. Das ist ein Bausatz gewesen von AP Modelli aus Tschechien. Das ist also so ein typischer tschechischer LKW. Die von euch nach Tschechien fahren regelmäßig oder wie auch immer, werden das Ding kennen. Den sieht man dort noch öfter. Gibt es auch in neueren Varianten, da sieht die Front ein bisschen anders aus. Soll ziemlich geländegängig sein, das Teil, und ziemlich robust. Naja, die Dinger hier, die wird wohl jeder von euch kennen und auch selber haben. Gas 69 von Herpa. Schöne Modelle, gibt es in vielen Varianten mittlerweile von Herpa. Gut gemacht, kann man auch das Verdeck abnehmen. Mal einmal Forst und einmal LPG, würde ich sagen. Hoheitszeichen hat er keine dran, also Armee wird es nicht sein.
Ich weiß nicht, ob die Forstwirtschaft die Dinger hatte in dunkelgrün. Hier mal ein schöner Obus. Ein Skoda TR9 oder 9 TR. Taugt natürlich jetzt hier nur als Ladegut. Obusbetrieb wird keiner darstellen auf seiner Anlage. Aber schön gemacht. Ist von TT Club. Also TT Club ist sicherlich nur der Importeur. Ich nehme an, dass der irgendwo russische Wurzeln hat, das Modell. Das würde dann als Ladegut ungefähr so aussehen. Also vielleicht noch ein bisschen Ladungssicherung. Ein bisschen verzurren und ein paar Keile vor der Räder. Oder hier mal auf dem Tillichwagen. Nicht schlecht. Der Käfer hier, der ist von Weiland. Das ist, die Firma nennt sich Joachim Weiland Werkzeugbau. Die bieten wohl den Käfer auch noch an, allerdings nur für Händler in Größenordnungen ab ein paar hundert Stück, würde ich sagen. Also als Privatperson kann man den leider nicht bestellen dort. Gibt es auch schon eine ganze Weile. Das ist auch Weiland. Die unzähligen B1000 Varianten, wobei ich längst nicht alle habe, also gibt es viel mehr. Und die braucht man ja gar nicht alle. Oder vielleicht doch. Das müsst ihr selbst entscheiden. Haben wir mal drei Kollegen von Hedel. Links der Saporosch, den jeder kennt, ja. In der Mitte Polski Fiat. Ich weiß auch nicht, wie der richtig hieß. 125p, glaube ich, oder so. Berichtigt mich ruhig. Und der Lada Niva. Noch schöne Modelle hier wurden wirklich, die ihr Geld wirklich wert sind. Und hier nochmal von hinten. Also ich wunderbar getroffen, wirklich. Vor allen Dingen die zwei kleinen PKW. Also der Saporosch und der Fiat. Beim Fiat die typischen hochkant stehenden Rückleuchten. Sofort als Polski Fiat zu erkennen. Beim Saporosch die runden Rückleuchten. Und man sieht sofort, was es sein soll. Auch die Lufteinlässe beim Sapo hinten an der Seite. Den Niva Arsch finde ich ein bisschen, naja, ich weiß nicht, irgendwie. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das passt oder nicht. Den finde ich nicht so gut gelungen wie bei den anderen beiden, muss ich sagen. So, da haben wir hier vorne noch eine absolute Neuheit. Der B1000 von Garbo, der neue. Topmodell, spitzenmäßig. Absolut passende Proportionen. Ist auch noch nicht fertig dekoriert. Ist auch ein Rohling, den ich hier bekommen habe. Weiß nicht, ob der überhaupt schon im Laden steht. Und dahinter die beiden T3, auch von Garbo. Sind bloß mal so provisorisch zusammengesteckt. Noch keine Scheiben drin und nichts. Weil die gibt es aber schon ein paar Jahre. 15 Jahre bestimmt. Hier nochmal von hinten, von der Seite. Ja, wunderbar. Und natürlich gibt es auch Wartburg 311, 312 in TT. Hier vorne in Rot das Originalmodell aus dem Ende 60er, Anfang der 70er Jahre, glaube ich, von Zeuge. Heute ein gesuchtes Modell im guten Zustand. Und dahinter Nachbauten von Reifra, die auch den Multicar machen aus dem letzten Video. Und dann nochmal ein Cabrio. Ich nehme an, Fernostproduktion, vertrieben durch Michaels Bahnhof. Das sind ja also die DDR-Interpretationen von Lada Kombi, was der Schiguli war, und Wolga M24. Ich sehe gerade, dem Wolga fehlt schon die B-Säule. Aber es gab halt in TT nichts anderes zu DDR-Zeiten an PKWs. Wie gesagt, den 311er Wartburg von Zeuge, die Lada Kombi, den Wolga und ein Skoda 110er Coupé gab es noch. 110R oder so hieß der, glaube ich. Den habe ich auch noch irgendwo.
Tja, das war's dann mit PKWs in der TT-Welt zu DDR-Zeiten. Jetzt habe ich euch die Skodas nochmal rausgesucht. Wobei die hier unbehandelt sind. Mit ein bisschen Farbe geht da bestimmt was. Aber wir hoffen alle, dass der vielleicht doch von Herpa kommt in ansprechender Qualität. Ja, schauen wir mal. So, Freunde, und auch das kann man wunderbar für TT verwenden. Das sind Viking-Modelle. Die waren in den 70er Jahren, würde ich sagen, in den Überraschungseiern drin. Und zwar sind das verkleinerte H0-Modelle. Die haben tatsächlich die H0-Modelle genommen, runterskaliert, neue Formen gebaut, dass die in die Ü-Eier reinpassen. Das ist vom Maßstab her irgendwas zwischen tja, 1 zu 100 und 1 zu 120, würde ich fast behaupten. Also es passt mit Auge zudrücken, passt es zu TT. Es geht. Es ist ein kleiner Tick zu groß. Wobei die Vorbilder von den Autos im Vergleich zu unseren DDR-Autos ja auch riesig waren eigentlich. Die grüne S-Klasse da hinten gegenüber einem Wartburg oder Trabi. Das war ein Riese. Richtig toll der Unimog. Kann man mit Farbe viel machen. Der MB-Truck dahinter, wunderbares Modell. Auch richtig gut gemacht. Schöne Gravuren. Ein alter Passat. Mercedes, ist gar nicht 280D oder so. Oder 200D als Feuerwehr. Und hier ein SL. Gab es in der Serie natürlich noch mehr. Jaguar E-Type, 911er Porsche und die Mercedes-Studie C111, wobei der eigentlich gelb war, den haben wir rot lackiert. So, und hier auch nochmal Viking. Vorne ein Audi 100, dahinter zweimal NSU Roh 80 und davor nochmal ein Porsche. Also alles passend zu TT. Kriegt er heutzutage noch irgendwo auf Börsen und so. Schön die Augen offen halten. Kosten mittlerweile auch richtig Geld. Aber wer das eine will, ne? So, hier immer noch was aus Fernost. Auch im Zwischenmaßstab irgendwo zwischen 1 zu 120 und 1 zu 100. So ein paar SUVs. Und ein paar, ja, was können das sein? Nissan, Toyota, irgend sowas. Und auch dieser VW-Bus hier, T1 oder T2, ist TT. Wird auch vertrieben von Michas Bahnhof. Kostet auch bloß ein paar Fenje. Muss man natürlich was dran machen. So, Leute, das ist auch TT. Passt von der Größe her wunderbar. Das Polizeiauto, also diesen Autotransporter, will ich irgendwann mal umbauen, gelb lackieren und einem ADAC zustellen. Tja, die Scania Hauber. Noch ein bisschen Farbe, andere Räder. Hier und da ein paar Details und dann passt das. Okay, dann haben wir's für heute. Schreibt mir doch mal, was wir sonst noch machen wollen. Wir können ja mal zusammen bauen oder ja, keine Ahnung. Lasst euch mal ein bisschen was einfallen. Schreibt mir einfach, was ihr möchtet, was wir machen wollen zusammen. Ein Bauvideo oder Fahrbetrieb. Züge nach Wunsch, können wir alles machen. Ist hier noch da. Okay, Freunde, dann bis später. Tschüss.